Hey. Oh, ist das schön, der Sound ist leiser. Dieses Twitch-Account verbinden ist neu und das habe ich gerade erstmal gemacht. Hast du gerade erstmal. Ja, super. Ich bin dafür, dass. So, click to ready muss ich wieder, ne? Jo. Vielleicht Ja, überlebe ich ja jetzt ein natürlich. bisschen. Match cancelled? Also ja, das steht immer da, wenn es gerade ein Spiel gefunden hat, das ist ein bisschen komisch. Ah, okay. Und hier, meine Lieben, sehen Sie einen. Ey, komm. Du hast noch 52 Sekunden. Ja, ich habe noch keinen Sound, nix. Gerade ist aber Jetzt bin irgendwie ich noch da. nicht wirklich was. Ich sehe dich. Ich habe mir gerade meine Lieblingswaffe Oh, ich geholt. laufe hier irgendwie in Slow-Mo. Mal kurz stehen. Mal kurz stehen. Wolltest du mir jetzt einen Pfeil im Kopf jagen, ja? Nee, habe ich nicht. Flocke. Jetzt sehe ich zumindest, in welche Feuerfeuer, Richtung du schaust. wie kriegt man einen weiblichen Charakter, indem man auf Frau drückt? Krass, wa? Aber er sagt, er spielt seit ein paar Wochen. Und du kannst deinen Charakter neu erstellen mit 3000 Points. Und die hat Ich man habe einen zusammen Pfeil da. übrigens in der. Wie kann ich mich irgendwie angucken? Nee. Nee. Ich habe einen Pfeil im Gesicht. Und in. Boah, du hast mir in den Schoß geschossen? Ja. Alter. Oh, da wo ich jetzt eigentlich hingehen wollte, das wird ein bisschen kompliziert. Mal schauen. Also erstmal, das Allerwichtigste in diesem Spiel. Ganz oben auf in deinem Bildschirm siehst du eine Gradanzeige. Das ist der Kompass. Wie ein Kompass, genau. Wenn du irgendetwas siehst, hörst oder sonst irgendwas, mit der Gradzahl angeben. Das ist das Präziseste, was geht. Okay. So, und wir suchen uns jetzt das da aus. Bedeutet. Jetzt rausspringen. Jawohl. Du musst mal Genau gucken, nach wo du. Süden. Ja, ich such gerade, wo du die Markierung gesetzt hast. Da ist die Genau nach Markierung. Süden. Die Häuser, die im Feld sind, ganz links. Süden, die Häuser, die im. Ach so, du meinst hier. Du Da? siehst. Da? Hä? Du. Hä? Also die Markierung ist hier bei mir. Die Markierung ist da, wo ich gerade hinfliege und du beziehungsweise jetzt gerade rüber bin. Ja, ich guck gerade, wo du gerade runterkommst hier. Ach, hier unten, die kleinen hier. Wo hier der kleine Bauernhof hier. Naja, Oder. der Ja. Bauernhof, da wo ich gerade drüber bin. Hier ist nämlich eine kaputte Lagerhalle und die Wahrscheinlichkeit, dass da Waffen drin sind, ist sehr hoch. Ah, okay. Juhu, ey, alt. Ah! Und da sehe ich schon mal die erste Waffe. Ein Au! UMP Direkt mit. Schaden gekriegt beim Runterkommen. Dann bist du irgendwie komisch gelandet. Mal gucken hier. Normalerweise kriegst du keinen Schaden. Ach, hier liegt ein In die Messer. Lagerhalle brauchst du eigentlich gar nicht reingehen. Ja, hier ist nichts mehr. In der Lagerhalle gibt es eigentlich immer relativ wenig Loot, aber der Loot besteht meistens entweder aus Rucksack, Schutzweste oder Waffe. Ja, ich hab Du jetzt. klapperst die beiden roten Häuser da vorne ab. Hier die beiden roten Häuser. Ja. Da gehst du jetzt, da Uah! gehst du rein und Jetzt komme lootest. ich nicht über die Mauer, was soll denn das hier? Und ich guck mal hier. So, hier finden. Ich habe einen Rucksack. Ach, Tür öffnen. Ach Gott, jetzt auch noch mit F. Rucksack, Helm und Schutzweste haben drei Rangstufen. T1, T2 und T3. T3 ist das Beste, T1 das Schlechteste. Okay. Also wenn ich sage, ich habe einen T1-Rucksack, den ich jetzt gerade habe, dann habe ich den kleinsten Rucksack. Okay. Weil T1 zu sagen ist wesentlich schneller als Level 1. Wir müssen. Ne? Ich hoffe, ich sehe die. Das Ding springt, glaube ich, auch So. sofort an, sobald irgendwas hier liegt, ne? Was springt dich an? Ja, dann kriegst du so wie eben das T-Shirt da. Sowas Ach habe ich so, ja. ja. Aber du siehst die Sache noch eigentlich relativ eindeutig. Das sind schon die ersten Nur Sachen. sowas wie Aufsätze ist manchmal schwierig, wenn es Mündungsfeuerdämpfer oder sowas ist. Die sind manchmal klein.
Ich habe gerade irgendwas aufgenommen gehabt. Bin ich hier durch? Ich bin nicht durch, hier ist nichts mehr. Hier warst du komplett drin? Da bin ich einmal durch, ich kann ja mal gucken, ob ich was übersehen habe. Ja, du hast die Toilette vergessen. Oh shit. Hier war ein... Hast du einen Helm? Nein, das ist ein Baseball-Cup gewesen, ne? Auf der Toilette ist ein Helm. Okay. Toilette ist direkt links neben dem Eingang. Hier ist das Scheißhaus. Dann hast du ein Verbände und ein Cheatpad für Sniper liegen lassen. Okay. Was hab ich denn hier? Eine Knarre. Du hast eine Stoppelläufe geschrubbt. Okay, gut, die also Ausbeute war jetzt nicht so berauschend. Was? Die Ausbeute war jetzt nicht so berauschend. Nee. Ich habe einen Aufsatz für deine Schrotflinte. Warte mal ganz kurz. Ja, wie Inventar ist I? Ja, oder Tab. Tab, drück einfach. Oder Tab. Kann man das hier irgendwo reinmachen? Hier. Also hier liegt das Ding. Wenn du irgendwas, auf deine Waffen drauf machen willst, einfach mit Rechtsklick auf das Item drauf, dann ordnet das automatisch zu. Oder einfach auf die Waffe draufziehen. Okay. Du hast gerade irgendwas hier hingelegt, ne? Ja, direkt vor dir. Das ist ein Gegenstand, damit kannst du schneller schießen hintereinander. Okay. So, noch den hier. Kann ich mal hin. Und am besten immer über das Tab-Menü looten, weil das geht wesentlich schneller, als wenn du jeden Gegenstand einzeln aufnimmst. Okay. So, wir müssen nach Osten. Wo war der Helm? Hier. Da ist es schon. Nee. Ganz rechts. Über Tab. Ja, dann muss ich da auch alles einzeln ziehen, oder? Nee, einfach den Helm, der wird automatisch auf deinen Kopf gesetzt, wenn du drauf klickst. Ich muss jetzt rüberziehen. Okay. Vielleicht habe ich. Also, vielleicht gibt es eine Automatik-Taste, die von der ich gerade nichts weiß. Nee, wie gesagt, Tab drücken. Ich habe eine fette Jacke an. Tab drücken, das Item. Ja, kann man nicht drüber. Ja, Tab drücken, auf das Item Rechtsklick drücken und verschiebt sich automatisch. Wie gesagt, Rechtsklick, nicht Linksklick. So, jetzt werden wir mal dahin gehen. Allerdings kann es sein, dass da schon Leute gewesen sind oder noch sind. Ah, so wechsel ich. Du kannst zwei Primärwaffen tragen und eine Sekundärwaffe. Ja, ich habe gerade erstmal meine Waffe geladen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz... Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Das habe ich irgendwo in einem Video mal gesehen, dass man die Waffen laden muss. Das, was ich dir gegeben habe, hast du schon... Aufgesetzt, ja. Aufgesetzt, okay. Ja, ja, ist drauf. So. Ja, ich habe eine UMP mit Rotpunktvisier. Ich sehe nur gerade, dass ich anstatt meine... Mit dem Quick-Draw-Mag. Dass ich mein Messer weggeworfen habe, um dieses Sprecheressen aufzunehmen. Super. Hier liegt noch eine Schrotflinte, die brauchst du nicht, weil du schon eine hast. Nehme ich mir mal kurz. Mhm. Hier liegt noch ein T1-Fan, den braucht keiner von uns. Geht's denn hier ins Haus rein? Hallo! Da. Da, hier. Hinter der Theke liegt manchmal eine Schrotflinte. Hier ist auch liegt. Aber Muni. 556 Muni. Was haben wir hier? Pistolen, erweitertes Mag. Das da Schrotflinten-Muni, die kannst du einsammeln. Hm. Okay, hier ist nichts mehr. Knarre. Was so hinten drin? Hm? Ja. Eine Granate habe ich. Diese Rauchdings. Das haben wir. Okay, gut. Ist er denn da drüben hin oder? Die Häuser da vorne. Ist das hier die Brücke, wo sie immer die Leute abfangen? Richtig, deswegen wollte ich gerade sagen, hier müssen wir aufpassen. Noch wird hier noch keiner sein. Aber vielleicht, wenn wir rausgehen. Wie mache ich die Map größer? Auf M wahrscheinlich, ne? Aha. M drücken und dann rausscrollen. Ja, habe ich. Habe ich gerade. Da qualmt es vorne. Ja, ja, das ist aber ganz normal. Na gut, wenn der Herr das sagte, ist. So. Medikit. Oh, Medikit, ich. Ach, gebe ich dir gleich was. Okay, weil ich nämlich schon weniger Leben habe. Das bringt dir nichts. Medikit halte ich nur auf 75% HP. Oh, hier haben
Oh, hier ist eine Polizeiweste. Ich gebe dir mal, ich gebe dir mal die UMP, weil du schlechter am Schießen bist, gehe ich mal von aus. Mhm. Vermutlich ganz stark, gerade jetzt am Anfang. Da oben liegt nämlich eine Scar. Hier oben liegt ein T2-Helm. Ah, wo ist er denn? Da ist er. Handgranate. Sehe ich denn? Du kannst dich, also alle regulären Heilgegenstände heilen dich nur auf 75%. Den Rest musst du über Hots machen. Bedeutet Energy Drink oder Painkiller. Oh, das Dach. Also, Dach ist, glaube ich, keine gute Idee, ne? Dach habe ich gerade schon. Ist nichts mehr. War nur ein Gegenstand. Okay. So, hier gehen wir aber hinten raus, weil ich jetzt keine Lust habe, da die Brücke aufmerksam zu machen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Hier ist nichts. Unten Ränge. Moment. Oben ist nichts. Okay, unten ist auch nichts. Gut. Dann. Da vorne ist bestimmt Leute, ne? Ja, auf der anderen Seite der Brücke sind auf jeden Fall Leute. Oh, wir müssen noch gleich los. Wo bist denn du? Dein hier ist nichts. Ein Auto kommt. Wow. Ne, ist weit weg. Auf dem Hügel da hinten. Da fährt es gerade blau. Hat es nicht gesehen. Wo bist du? Ja, ich such dich gerade. Du rennst du hier. Du siehst mich immer auf der Map. Du siehst ja, mich ja, immer. Ja, aber ich dachte, wir gehen. Jetzt rennen wir wieder zurück. Und du siehst mich immer. Und du siehst mich auch im 3D hat. Also rennen wir jetzt wieder zurück, ja. Ne, wir rennen nicht zurück. Wir rennen weiter. Okay. Da kommt das Flugzeug. Da oben zum Leuchtturm gehen wir mal nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Sniper liegt, ist relativ hoch. Weil die werden jetzt wahrscheinlich die Brücke abcampen. Hinter uns kommt jetzt die Zone. Das ist aber kein Problem. Achtung, nicht die Klippe runterfallen. Ja, du bist nämlich genau drauf zugerannt, deshalb. Ich hab's schon gesehen. Okay. Achtung, jetzt kriegen wir gleich Schaden. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist aber, glaube ich, nicht so viel. Beim anderen Anfang noch nicht. Ich meine, ich habe ja eh schon ein bisschen Schar. Ja. Na, leg doch die Waffe aus der Hand. Du kannst mit X, glaube ich, die Waffen komplett aus der Hand nehmen. Ja. Weil dann rennst du ja schneller, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, ist es X gewesen? Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ich habe mit dem Mausrad das gemacht. Achso. Ja, weil ich habe das umgelegt auf B, weil ich X was anderes habe. Eieieiei. Gleich, wenn wir in der Zone drin sind, healen wir dich erstmal. Also ich bin ja gar nicht abgesprungen, Eule. Ich bin ja automatisch ist irgendwie der Fallschirm weg gewesen. Kommst du irgendwie wesentlich mehr Schaden als ich? Was ist da los? Ich hab doch schon einen großen Balken weg gehabt. Ja, nee, aber irgendwie. Ah nee, jetzt kriege ich auch mehr Schaden. Das war ganz komisch. Wahrscheinlich hat bei mir die HP-Anzeige gebuggt. Was steht jetzt? So, jetzt tickt es doppelt. Jetzt tickt der Schaden doppelt so schnell. Ja. Wie weit müssen wir denn? Oh ja, es geht ja noch. So, folgendes. Stehen bleiben. Komm zu mir. Aufheben, benutzen. Ja, und? Das sind so eine Zone. Rechtsklick drauf, benutzen. Das hielt dich gegen. Ich habe noch mehr HP, deshalb brauche ich das gerade nicht. Hast du es eingesetzt? Ja. Hast du jetzt den gelben Balken über dein HP? Ja. Okay. Ich habe schon öfters Leute gehabt, die haben das einfach währenddessen abgebrochen. Nur eigentlich hat er den. Oh, das könnte bei mir aber voll gelb war der auch nicht. War nur zwei Kästchen. Ja, ja, ich weiß. Oh. So, jetzt nochmal hier. Kommen wir nochmal zu mir. Jetzt sammelst du das hier auf und benutzt es. Oh, das dauert aber ein bisschen, bis der durch ist. Ja, ja, wir haben ja Zeit.
Hier ist ja keiner. Sonst laufe ich hin. So. So, jetzt haben wir wieder einen schönen AP. So, wie viel Ziel lang braucht die Zone noch? 1,40. Einen Erste-Hilfe-Koffer habe ich noch. Mhm. Aber da du jetzt mehr AP hast als ich, glaube ich, muss ich den wahrscheinlich erstmal zuerst einsetzen. Ja, ich habe ja leider keinen gefunden. Ja, ja. Du bist an zwei vorbeigerannt. Mein erstes Spiel. Ich weiß, deshalb habe ich dich auch nicht deswegen angemeckert. Ne? Das wird auch noch zwei, drei Spiele, zwei, drei, vier, fünf Spiele dauern, bis du das alles erkennst. Ach, Quatsch. Ja, doch. Der Erste-Hilfe-Koffer ist so riesig, wenn du ihn einmal gesehen hast, übersiehst du ihn nie. Ich habe Benzinkopf, ja, wenn du ihn einmal gesehen hast. Jetzt gerade ja, eben habe ich ihn ja auch nicht gesehen. Das war eine Tasche, die du mir hingelegt hast. Ja, ist auch eine Tasche. Achso, der Erste-Hilfe-Koffer sieht aus wie eine Tasche. Es sieht aus wie eine Tasche und die Sanitätstasche sieht aus wie ein Koffer. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Okay. Ein rotes Kreuz da drauf wäre schon wahrscheinlich besser. Ist ein rotes Haar drauf. Ja, da war gerade kein Zeichen drauf. Ich hiel mich gerade. Ja, ich mach nur das hier kannst da du, ist ein Fahrzeug, hast du ne? Hinter uns. Ja, ich weiß. Sollten wir aber, glaube ich, nicht benutzen, weil wir müssen sowieso nicht so weit. Hier habe ich Verbände hingelegt, die kannst du gleich mal benutzen. Die heilen dich nur so ein bisschen, aber dafür kannst du ja mehrere benutzen. Sekunden, 22 Sekunden haben wir noch. Dann müssen wir wieder los. Nehmen wir das Auto, damit das schneller geht? Nein. Wir müssen nur 100 Meter laufen, also. Ach so. Soll ich die alle reinpfeifen? Pfeifst so viele rein, wie du kannst. Sagen wir jetzt noch zwei. Ich habe nur noch zwei. Ja gut, dann... Rein damit. Los. Ja, das ist doch... Geh aus dem Crouch raus, Mann! Ich wollte gerade sagen, du crouched. Oh, wir sind mitten in der Bombenzone. Oh, super. Ach, ich bin noch nie durch die Bombenzone gestorben, also werde ich es jetzt auch nicht. Beschrei es nicht! Wir sind schneller als die zu Blauzone backt gerade. Ah ne, die bewegt sich nur so langsam, weil wir so nah dran sind. Wie läuft der Stream? Läuft er flüssig? Mal eine kurze Rückmeldung. Jungs und Mädels. Ja, da vorne ist ein Haus, da gehen wir sofort rein. Oh, eine Schrotflinte raus, nicht, dass einer drum sitzt. Keiner. Häuser sind sicher, oder? Ja, deshalb komme ich schnell rein. Und Tür zu machen. Irgendwas habe ich gehört. Da ist eine Granate direkt neben dir eingeschlagen. So, was haben wir denn hier noch? Hier liegt eine Scar, aber ohne Munition, das bringt uns nicht viel. Aber hier war schon gelootet, deshalb können wir das hier. Hier liegen Pfeile, falls du. Nee, das ist ein Köcher, kein Pfeile. Köcher, achso. Der bringt uns auch nichts, vor allem wenn wir keine Armbrust haben. So. Da rechts ist eine kleine Stadt, beziehungsweise ein kleines Dorf. Da müssen wir aufpassen. Da sind sehr, sehr gerne Leute drin. Okay. Ich markiere uns mal einen Zielort. Den siehst du oben im Dings, den gelben Marker. Marker, ja. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Ich möchte nicht so nah an der Kante jetzt dran sein, damit wir nicht nochmal so viel Damage kriegen, weil ich habe keinen. Nichts zum Healen mehr. Nee. Mit Alt kann sich umschauen, ne? Ach, mit Alt kann man sich umschauen. Ja, Alt gedrückt halten. Alt gedrückt halten, ja. Ja, dann bewege ich. Ich drück. Alt gedrückt halten. Ach, das war falsche Alt. Hast du jetzt groß Alt genommen oder was? Nein, Alt ist halt bei mir ziemlich. Mit einer neuen Tastatur. Die ist sehr klein. Und da musste ich erstmal meine Finger verbiegen jetzt, um da dran zu kommen. Ich muss quasi meinen Daumen dafür benutzen. Jetzt immer meinen Daumen dafür. Oh, wir sind schon wieder in der roten Zone. Die verfolgt uns gerade ein bisschen, das ist ein bisschen unpraktisch. Da vorne ist ein kleiner Kasten, da können wir reingehen. Hier holen wir wieder die Schrotflinte raus. Ja, da sitzen auch gerne welche drin, habe ich gesehen, ne? In denen hier habe ich noch nie welche gesehen.
Hier draußen auf dem Tisch irgendwas? Ne. So, hier aber hinsetzen, weil sonst sieht man nicht von außen. Ich hab das mal gesehen, wie einer sich hier drin versteckt hat und dann jeden abgeknallt hat, der hier rein ist. Ja, das sind die Buttfuck Boys, aber hier. Also in also hier in dieser Straße findest du eigentlich nie jemanden. Okay. Wenn die Bombenzone vorbei ist, sofort rausgehen. Übrigens gerade unsere Tür explodiert. Ja, hab ich gesehen. Ich höre was. Direkt hinter, ja, direkt hinter uns Schüsse. Kommst du? Ja, warte. Ja. Wie gesagt, direkt, nicht nach zwei Minuten. Ja, ich... So, wir die Bomben... Also es geht, drück mal M, du kannst während dem M ja laufen. Ja. Und währenddessen auch sprinten. Die Zone wird sich entweder da oder dahin verkleinern. Na, so denke ich. Aber also normalerweise in der weiße Kreis ist so der Bereich. Es verkleinert sich immer in den weißen Kreis weiter hinein. Mhm. Aber also ich denke entweder da oder da. Okay. Es kann auch da sein, aber das ist eher unrealistisch. Also ich würde sagen am ehesten hier. Deswegen gehen wir da jetzt auch hin. So, und ich werde ab jetzt ordentlich Ausschau nach Gegnern halten. Ich dachte, ich hätte auch gesehen. Weil ab hier wird es gefährlich. 40 Leute leben noch. Ist da rechts jemand? Nee, ne? Nee, hier ist eine Vogelscheuche. Ne, Baum. Es gibt Sträucher, die aus der Entfernung manchmal so aussehen wie die Spieler da. Ja, hab ich gerade gehabt. Ich habe auch gedacht, scheiße, was ist das denn jetzt? Mittlerweile kann man sie, also kann ich sie relativ gut auseinanderhalten, aber manchmal aus dem Augenwinkel sieht es halt echt manchmal ein bisschen blöd aus. Wir müssen aufpassen. Ja, nicht. Rechts irgendwo? Ja, das ist die große blaue Halle, die man da hinten sieht. Da okay. Wird geschossen. Wir sind aber außer Reichweite. Auto? Direkt vor uns? Geh mal hinter irgendeinen Baum, nicht hinter meinen. Stimmt, eigentlich nie zusammenbleiben, ne? Ja. Auto von hinten? Osten, genau Osten. 75 Grad, 60 Grad. Hat angehalten. Angehalten bei 60 Grad. Ja, ich hab den Hügel von noch hier. Ein Auto? Noch das. Ein Auto 150? Ah ne, Quatsch, das ist ein Flugzeug. Nevermind. Ich hab hier einen Hügel vor mir, ich sehe das nicht. Ich hab's auch nicht gesehen, ich hab's nur gehört. Aber das kann man bei Autos relativ gut hören. Ah, okay, doch, war's. Ist doch das andere Gebiet, was ich gedacht hätte. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen weiterlaufen. Also wir müssen... Okay, sehr gut. Wir müssen keine Straße überqueren. Und fort. Nicht mehr sprinten. Geh geduckt und dann... Also geh geduckt sprinten. Ich würde mich gerade umgucken. Sprinten. Es sah nämlich aus, als wenn links jemand ist. Moment, ich überprüfe gerade die Dings da vorne. Sehen. Fenstern sehe ich keinen. Wir müssen jetzt nämlich übers offene Feld laufen. Ich versuche gerade zu gucken, wo es am sinnvollsten ist. Hier links rum? Weil da noch Bäume sind? Das Problem ist, dass links wieder eine Straße ist. Ach so. Komm mal mit. Wir benutzen hier das Terrain als Titan raus. Ne. Wir benutzen hier das Terrain als Deckung. Direkt rechts von uns ist ein Airdrop. Das spielt uns gerade in die Karten, weil jetzt werden die Leute darauf eher gerichtet sein. Jetzt können wir ganz schnell durchrennen.
mal hier durch für Deckung. So, der Airdrop ist runtergegangen jetzt. Ich schieße hinter uns auf den Berg, aber nicht auf uns. Du... Also wir sind genau rechts vom Kreis. Hier ist nichts mehr. Auf uns, wir werden beschossen. Ich hab gar keine Schüsse gehört. Die Zone kommt, die Zone kommt. Wir müssen laufen. Oh, ich muss den Sound wieder lauter stellen. Ich hab die Schüsse nicht gehört. Die Schüsse kamen genau aus Süden. Genau Norden ist ein Motorrad. Bist du jetzt am Airdrop? Ja, ich war kurz dran, aber war nichts drin. Das da vorne, zurück an dem Haus. An dem Haus war einer. Ich hab gesehen. Das ist noch einer. Du hast gerade keine Deckung, ne? Ich weiß. Deswegen meinte ich zurück. Zurück habe ich nicht gehört. Ich hab gesagt, zurück, du hast keine Deckung. Ich werde von hinten beschossen. Du hast immer noch keine Deckung. Hier hoch auf dem Hügel. Hier sind wir auch in der Zone drin. 20 Leute leben noch. Zwei Stück sind auf dem Hof. Wie gesagt, aus Westen wurde ich beschossen. Oh, der hat ein MG. Das linke vordere Haus, da sitzt er drin. Der eine. Wo die anderen drin sind, weiß ich nicht. Ich leg mich mal ganz kurz hin. Will ich mal sich hin mit T? Mit Steuerung ist glaube ich standardmäßig, das weiß ich aber nicht. Ich lege das immer um am Anfang. Achso, ja, weil ich. Mit C kann ich nämlich nur crouchen. Drück mal Steuerung. Ja, dann macht er gar nichts. Okay, gut, dann weiß ich es nicht. X vielleicht? Nee, X wegdrücken. T Sprachchat oder so. Kann es auch nicht sein. Ich würde ja mal eben jetzt. Hey, Suchter! Ich würde ja gerne einmal. Feld im Westen, ich werde beschossen. Feld da hinten. Du, wir werden beschossen. Ja, ich muss mich erstmal orientieren, du. Oh, das ist. Down. Vom Feld. Zwei Leute. Also, zwei Teams. Hinter. Eieieiei. Ja, aber die Knarre, die ich da habe, die hätte mir jetzt auch zum Schießen, glaube ich, nicht viel geholfen, oder? Doch. Total ungewohnt mit dem Zielen. Hä? Wie bist du denn sonst gewohnt? Nein, ich habe da noch kein Gefühl für, wie hoch ich halten muss. Ich habe da nicht getroffen. Ich habe ja geschossen. Genau drauf. Auf die Entfernung genau drauf. Ja. Ja. Sag ja, das wird ein paar Spiele dauern.